Dachstuhlbrand am Montag in Allendorf-Eder. Dabei wurde ein Einfamilienhaus in der Birkenstraße weitgehend zerstört. Gemeindebrandinspektor Robert Stutzmann geht von einem Totalschaden des Hauses aus. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Eine junge Frau erlitt leichte Rauchvergiftungen. Nach Angaben der Polizei ist das Feuer durch Schweißarbeiten in der Garage entstanden. Dort hatte der 27-jährige Sohn des Hauseigentümers an seinem PKW gearbeitet. Die Flammen setzten zunächst das Auto in Brand und fraßen sich dann über die Garage bis in den Dach des Wohnhauses. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten war vor Ort. Neben den Brandschützern aus Allendorf, Rennertehausen, Heine und Battenfeld wurde auch die Frankenberger Drehleiter eingesetzt. Eine dicke Qualmwolke stand über dem Wohngebiet. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Das Haus ist vorerst unbewohnbar.